Segway stellt die Produktion seines selbstbalancierenden E-Zweirads ein. Der sogenannte Segway PT werde nicht mehr hergestellt, teilte das Unternehmen mit. Bei dem Elektroroller steht der Fahrer auf der Fläche zwischen den Rädern. Beschleunigt und gebremst wird durch Gewichtsverlagerung. 2019 habe der Hersteller mit den Gefährten weniger als 1,5% aller Einnahmen gemacht. 21 Mitarbeiter in der Produktionsstätte in New Hampshire werde gekündigt. Vor 3 Jahren stieg Segway ins anderweitige E-Roller-Geschäft ein. Die Roller wiegen deutlich weniger, sind leichter zu bedienen und erheblich günstiger in der Produktion und damit auch für den Kunden.